Endlich frei. Uka, Uka ist frei. Nein, das darf nicht wahr sein. Großes Unheil kommt auf uns zu. Niemand wagt es, den großen Uka-Uka einmal zu enttäuschen. Aber du, Cortex, du hast mich zweimal enttäuscht. Großer Uka-Uka, es war dieser verflixte Beuteldachs. Tief aus meinem Tempelgefängnis heraus habe ich dir einfache Anweisungen geschickt. Doch du hast die Edelsteine verloren, du hast die Kristalle verloren. Und ich habe die Geduld verloren. Es gibt keine andere Energiequelle auf diesem Planeten. Ich weiß, wir hatten ein paar bedauernswerte Rückschläge. Du hast versagt. Aber weil deine Stümperei mich freigesetzt hat, fühle ich mich großzügig. Es gibt noch eine Möglichkeit, die nötige Macht für die Versklavung dieses Planeten zu bekommen. Und dieses Mal sorgt der große Uka-Uka dafür, dass du es richtig machst. Nach Äonen wurde mein böser Zwilling Uka-Uka aus einem unterirdischen Gefängnis befreit. Ich habe ihn dort vor langer Zeit eingesperrt, um die Welt vor seiner Bosheit zu beschützen. Jetzt ist er wieder frei und er muss aufgehalten werden. Kinder, Uka-Uka und Cortex wollen die Zeitstrudelmaschine benutzen, um Kristalle zu sammeln, die in der Zeit verstreut sind. Ich habe euch hergeholt, um die Kristalle zu bergen, bevor ihnen das gelingt. Das Zeitportal öffnet sich, wenn ihr euch auf einen Schalter stellt und von dort ins Portal springt. Viel Glück!